Moin, ihr Lieben. So, ich bin's wieder. Tag 3 unserer touristischen Quarantäne, in Anführungsstrichen, nachdem das Land Niedersachsen uns verboten hat, Gäste zu empfangen und unsere Läden geschlossen hat. Ich habe gerade hier in der Düne 13 noch die letzten Arbeiten gemacht, die Bieranlage entleert und solche Dinge, die man einfach machen muss, wenn man hier 4 Wochen keinen Betrieb drin hat. Ja, ich würde gerne jetzt jeden Tag so einen kleinen Vlog machen, um einfach nach draußen zu geben, wie ist hier auf der Insel, was machen wir, was stellen wir vor allen Dingen mit unserer ganzen Freizeit an in dieser jetzigen Zeit. Aber mir brennen auch Themen auf der Seele, die ich gerne mit euch teilen möchte und die ich gerne in die Welt schicken möchte. So, und das ist in erster Linie ein riesengroßes Danke an viele Insulaner, an viele Geschäftspartner, Mitbewerber, Gastronomen, Hoteliers etc., die den Ernst der Lage erkannt haben und die vor allen Dingen auf diese Empfehlungen des Landes hören, die sofort ihr Geschäft geschlossen haben, zum Schutze von sich selbst, von ihren Mitarbeitern und natürlich von unseren Gästen. Aber genauso gibt es immer eine dunkle Seite. Wenn es eine helle Seite gibt, möchte ich auch mit verachtender Stimme, sofern ich eine in irgendeiner Art und Weise generieren kann, sagen, ich finde es schlimm, dass ihr noch versucht, die letzten Groschen zu verdienen und somit die Gefahr einfach in Kauf nehmt, Leute zu infizieren, dass sich Leute gegenseitig infizieren und ihr wirklich bis zum bitteren Ende auf euer Recht pocht, um diese Läden aufzulassen. Das ist in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung. So, da könnt ihr mich gerne auch angreifen für, das ist mir egal. Eine verachtende Situation. So, wir bieten den Gästen, die leider noch die Frist haben bis zum 26., was in meinen Augen auch eine persönliche Meinung viel zu lang ist. So, Herr Ulrichs von Norderney, der Bürgermeister von Norderney, hat gerade an unsere Ministerpräsidentin, ein schweres Wort, weil, einen offenen Brief verfasst, in dem er auch genau diese Frist ankreidet. Auf Norderney ist natürlich noch schlimmer. Da sind noch 7.000 Touristen, die ihren Urlaub machen, als wäre nie was gewesen. So. Und auch das haben wir hier auf der Insel. Wir haben immer noch viel zu viele Touristen auf der Insel, die denken, hier ist alles cool. So. Ich habe gerade eben beim Anlagespülen, habe ich 3 Gäste hier gehabt, die in meinen Laden gekommen sind, hey, kriegen wir hier ein Bier? So. Na, den man dann natürlich versucht, trotz allem des Unmutes zu erklären, nee, wir haben zu, wir dürfen gar nicht mehr aufhaben, steht groß draußen dran. So, bitte tretet doch den Heimweg an. So, ich verstehe die Gäste, auf jeden Fall, die haben Geld bezahlt, sie lieben unsere Insel, sie möchten das bringen. Aber das hilft uns Insulanern und allen anderen in keinster Weise. Schaltet bitte langsam euren Kopf ein und bietet nicht den Gästen, die noch hier bleiben, die sich teilweise weigern zu gehen, die Unterstützung haben von einigen Insulanern, was das Thema angeht. Und das gibt es leider auch. Bietet denen doch bitte nicht noch das touristische Umfeld, damit sie sich hier wohlfühlen auf den letzten Tagen, wo sie dürfen. So, jeden Tag, den wir jetzt nach hinten ziehen, den brauchen wir in einem Multiplikator, den ich nicht nennen möchte und nicht nennen kann, um wieder neu aufzumachen. Und auch gerade in der Pressekonferenz um 14:30 Uhr des Landes Niedersachsens wurde nochmal gesagt, pochen Sie bitte nicht auf Ihre Rechte, schalten Sie Ihren Kopf ein, seien Sie vernünftig. So, und das möchte ich nach draußen geben. Und das ist ganz wichtig. So, ich möchte euch, wie gesagt, jeden Tag ein bisschen informieren. Was machen wir hier so? Wie gestalten wir unsere Freizeit, damit ihr den Blick zur Insel nicht verliert? Wir freuen uns natürlich, wenn wir die ganze Sache überstanden haben und euch wieder begrüßen dürfen. So, wenn wir wieder tolle Partys feiern, in meinem Fall oder in unserem Fall. So, und einen geilen, hoffentlich tollen Sommer hier auf unserer Insel des Lebens verbringen können zusammen. So, und so eine Situation zum Glück oder hoffentlich nicht nochmal in unserem Leben ausstehen müssen. Ja. Ja, vielleicht wird es in den nächsten Wochen ein bisschen langweiliger werden. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sind sie abgeschlossen. So, dann muss man sich irgendwie sinnvolle Freizeitbeschäftigung finden. Aber ich denke, wir finden interessante Themen. Und wenn ihr irgendwelche Anhaltspunkte habt, Wünsche, dann her damit. Ihr wisst wie alle, wie ihr mich erreicht. Und ja, lasst uns zusammenrücken, vor allen Dingen die Insulaner. Lasst uns gemeinsam diese Zeit überstehen. Und ich wünsche euch vor allen Dingen Gesundheit, viel Erfolg, viel Glück, eure Familie viel Gesundheit. Und lasst uns einfach jeden Tag ein bisschen was voneinander hören. Tschüss.